Welch ein herrlicher Duft und Wildbienen sind hier sogar. Hallo und herzlich willkommen in unserem wunderschönen kleinen Paradies. Die Sonne scheint, es ist muckelig warm heute Morgen schon. Es macht so viel Freude, endlich wieder im Garten zu sein und hier gemeinsam etwas mit euch zu machen. Voraussichtlich werden wir heute aber nur Updates machen, erstmal um mal zu gucken, was so Sache ist jetzt im Garten, seitdem wir das letzte Mal hier draußen gemeinsam waren. Und praktisch ist ja, müssen wir mal gucken, ne? Auf jeden Fall. Oh, das ist ein zitroniger Duft, das ist herrlich und solch eine Blütenpracht. Der einzige Nachteil bei dieser Sorte ist, sie verblüht sehr schnell. Sie geht orange auf, geht ins Gelb, geht dann ins weißliche Pastellton und dann fallen die Blütenblätter ab. Und das geht so, ja, 3-4 Tage ungefähr, aber ist nicht so schlimm. Wenn sie verblüht sind, sofort wieder abschneiden und dann kommen neue Triebe heraus und dementsprechend wird sie fortlaufend das ganze Jahr bis zum Herbst hin tatsächlich blühen. Und mit etwas Glück sogar im Winter. Ne? Weiß man alle nicht. Okay, dann würde ich sagen, schaue ich mal, was wir machen, weil ich muss nämlich erstmal ein bisschen was gießen hier. Das ist das Allerwichtigste am Morgen, ganz klarer Fall. Nicht, dass uns irgendwas vertrocknet. Alles andere machen wir dann gleich. So, schau dir das mal an. Das ist so herrlich anzusehen. Richtig schön. Und dieser Duft, oh, das ist herrlich. Die Rosen. Ja, wir haben ja noch viel, viel mehr. Auch die fangen jetzt bald an zu blühen. Oh lol, kannst du gar nichts sehen. Wird nicht mehr lange dauern. Rosen sind einfach etwas Wunderbares. Das ist so schön. Und vor allem, dass man sie auch im Topf halten kann. Ne? Das ist so genial. So, was mal, was ich euch jetzt zeigen wollte. Ach, guck mal, die Erotika. Oh, da freue ich mich drauf, wenn die aufgeht. Wir haben jetzt das zweite Jahr. Die Himbeeren, die wir hier gemeinsam eingepflanzt haben. Ich habe sie sonnig stehen gelassen. Ja gut, jetzt hatten wir ein paar Tage bedeckt gehabt. Anfangs waren so ein paar Blätter, die wurden ein bisschen welk. Ne? Aber jetzt, wir sehen schon, das Ganze befindet sich tatsächlich wieder im Wachstum. Also hat das nichts ausgemacht, dass wir sie tatsächlich einfach hier in die Sonne gestellt haben. Mehr oder weniger in dem Sinne. So, was ich euch auch noch unbedingt zeigen möchte, ist das hier. Hydrangea paniculata in Sorten. Siehst du diese Fraßstellen hier? Weißt du, wovon das kommt? Ja, mal gucken, ob wir jetzt vielleicht Glück haben. Voraussichtlich nicht, aber mal gucken. Einfach mal gucken. Einfach mal gucken. Nee, ich sehe nichts. Der wird sich wahrscheinlich im Substrat oder so verstecken. Nein. Mal drunter gucken, da sind wir kleine Schnecken. Ah, schade. Ja, versteckt sich wahrscheinlich woanders. Und zwar ist das, sind das Fraßspuren vom Dickmaulrüssler. Dass wir das hier mal so mitnehmen. Also wenn du so Einbuchtung hast überall, das sind tatsächlich Dickmaulrüssler-Käfer. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, schade, dass wir jetzt keinen sehen. Ach, guck mal, die ersten Blütenansätze sind auch schon da. Ja. Oh, das wird ja schön. Also diese Zwergformen, die haben schon was, ne? Okay. Die Hortensien, Hydrangea, Makrofüller, die Bauernhortensien, die müssen wir heute auf jeden Fall düngen. Wobei, ich muss alles düngen. Kann man jetzt vielleicht so nicht sehen im Bild, ist aber schon so ein bisschen blass hier. Das wird also höchste Eisenbahn. Ja gut, die letzten Tage, weiß Bescheid, ging nicht. Und von daher die Himbeeren. Setzen schöne Früchte jetzt an, auch hier im Topf gehalten. Allerdings jetzt auch mit Untersetzer, hatte ich sonst die Jahre nicht, ist tatsächlich besser. Ja, das ist in der Pflege her, sind die Pflanzen dann ja nicht so intensiv, weil das Wasser nicht wegläuft. Vor allem auch die Nährstoffe, die man reingibt, die laufen einem dann nicht einfach weg. So, da sind die Erdbeerrüben, die dürfen wir auch bald umtopfen, gucken wir gleich vielleicht mal rein. Unser Lavendel, wunderschön im Austreiben. Und mal kurz zum Vergleich gezeigt, die Erdbeerrüben hier. Ich halte es, nee, den kann ich nicht nehmen. Komm, nehmen wir den anderen hier, den kleineren. Guck mal hier. Oh, sitzt so ein Untersetzer mit dran. Hat er schon Wurzeln reingemacht? Ich stelle es mal daneben, damit man mal den Unterschied sehen kann. Ne? Großer Topf, kleiner Topf. Ja, hier grünt alles im Moment, aber das ist mir jetzt gerade nicht so wichtig. Hier geht es um die Pflanzen, ne? Nicht um das Beiwerk Kraut in dem Sinne. So, jetzt stellen wir den da oben wieder drauf. Damit er ja nicht. So, da geht es. Die kommen jetzt auch. Den ist jetzt auch warm genug endlich. Und ich würde sagen, wir gucken gleich mal. Ach ja, guck mal. Komm. Sie ist offen. Sie ist offen gegangen. Die Azaleenblüte. Die japanische Azalee, die hat ja verschiedene Blüten. Hier ist eine Knospe. Die wird wahrscheinlich weißlich werden.
Oh, das ist auch ein schönes, schönes, schönes Teil. So, okay, ich mache kurz Pause. Dann möchte ich euch auch nicht die Stecklinge vorenthalten, die wir letztes Jahr im Sommer gemacht haben. Hier sehen wir tatsächlich einen Steckling, der eine Blütenknospe hat. Hier ein Steckling, der wunderschön sich auch schon verzweigt. Ich ziehe das mal eben raus, das gehört hier nicht rein. Ja, also das hat wunderbar funktioniert. Ne? Ich habe zwar noch nicht ganz raus, also die Pflege noch nicht ganz komplett, da bin ich noch am, ja, am Zuschauen erstmal. Ne? Denn das ist also teilweise, klappt so ganz gut, teilweise nicht, aber sie machen sehr langsam Wurzeln. Von daher, ne, hier müssen wir halt auch tatsächlich Geduld aufbringen, wie bei vielen anderen Sachen auch. Aber es lohnt sich bei den Azaleen, bei den japanischen auf jeden Fall. Okay. Die Lavendelsämlinge. So wunderschön anzusehen. Ach, guck mal, was haben wir uns geärgert im Winter, dass irgendwie die Kiste mal umgekippt ist, alles rausgefallen, alles wieder reingepackt, alles wieder rausgefallen und so weiter und so fort. Ja, aber es hat dann doch noch funktioniert, Gott sei Dank. Sie sind jetzt auch so weit, dass wir sie tatsächlich pikieren können. Ne, sie sind groß genug. Mal gucken, ob wir das heute hinbekommen. Zumindest ein Teil, ne? Nicht alle, ein Teil aber davon. Weil es ist einfach, es gibt nichts Schöneres, als Lavendel wachsen zu sehen. Und wie sie sich entwickeln bis zur ersten Blüte dann dementsprechend. Ne? Aber ich glaube, das machen wir heute doch. Ne? Hast du auch Bock zu, oder? Ja, sicher, klar doch. Das machen wir gleich. Das machen wir gleich auf jeden Fall. So, ich hole sie mal eben weg hier vorne. Unser Zierkürbis. Wie wunderschön der sich jetzt entwickelt hat. Ne? Also dem geht es jetzt richtig gut bei der Wärme. Der mag das richtig. Also allgemein bei Kürbis und Melonen, die brauchen wirklich Wärme. Ich denke mal, den sollten wir langsam mal einpflanzen. Wurzeln kommen unten noch nicht raus. Ich ziehe mal eben dran, aber fest hängt er drin auf jeden Fall. Ja, also ich denke mal, ja mal gucken, muss heute vielleicht noch nicht unbedingt sein. Ne? Aber es wird langsam Zeit. So, wir stellen hier einfach mal wieder hin, hier hinten. Lasse ich noch ein bisschen stehen. Auf jeden Fall. Ja, läuft. Das ist richtig schön anzusehen. Wenn man etwas aus dem Samen selber herangezogen hat. Die Birne, die wir mal oder weniger gerettet haben, schmeißt jetzt ihre Birnen ab, aber nicht alle. Aber da bin ich eigentlich auch von ausgegangen, dass also nur hier und da eine dran bleibt, weil die brauchen ja auch enorm viel Kraft, um groß zu werden. Von daher sortiert der Baum natürlich aus und schmeißt die kleineren einfach alle weg, ne? Oder ab in dem Sinne. Aber es hängt immer noch reichlich dran. Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir wenigstens 5 oder so. Es ist schon schön. Guck mal, da hängt auch noch eine. Ja, da bin ich mal gespannt. Vor allem, die ist jetzt so gesund, ne? Der Pilz ist weg. Also ich kann ihn nirgendwo mehr entdecken. Birngitter Ross hatten wir hier dran gehabt, bevor wir ihn umgetopft haben und die ganze Aktion gemacht haben. Hier in einzelnen Blättern kann man es noch erkennen vielleicht hier. Aber das ist jetzt auch nicht mehr wirklich viel. Das ist also, wie gesagt, das meiste ist jetzt tatsächlich weg. Ja, es hat ihm gesundet. Ja, also was man mit effektiven Mikroorganismen alles machen kann, ist schon cool, ne? Der Baum, der mir am meisten Freude macht, ist unser Apfelbaum hier, unser Wildapfel, der geblüht hatte. Das sind also die Früchte, die jetzt tatsächlich am dicksten sind. Ne? Für einen Wildapfel ist das schon mal eine coole Sache, dass das also so schön funktioniert. Kann man den hier drauf sehen? So ein bisschen. Ne? Ja, also da bin ich echt mal gespannt drauf, wie die später mal schmecken werden. Nach wie vor steht die Felsenbirne hier mit drin. Auch die wächst jetzt. Es wächst auch besser dieses Jahr, aber auch hier tatsächlich mit Untersetzer. Dementsprechend ordentlich vernünftig gedüngt, dann läuft das. Ne? So, was ich euch zeigen wollte noch ist, auf. Hier im Schatten. Ich hoffe, ich kriege es jetzt einigermaßen hin. Da unten drin, da stehen sie. Ja, es geht. Die beiden Eichen. Einmal diese hier und einmal diese. Das sind beide komplett unterschiedlich. Das ist auch mal schön anzusehen bei den Eichen. Nicht jede Eiche hat irgendwie die gleichen Blätter. Das ist schon schick. Richtig schick. So, das mal kurz gezeigt. Die stehen ja immer noch absonnig so ein bisschen. Genauso wie das Mammutbäumchen hier. Kann man jetzt nicht so richtig sehen, hat ein bisschen gelitten, aber erlebt. Ne? Mal gucken, ob er es schafft. Den haben wir ja drin herangezogen aus Samen. Hier die Echinacea, wollte gar nicht wachsen, jetzt geht's ab. Und hier wächst noch etwas drin. Ja, eine Distel, das ist die wilde Karde. Die hat sich ja selber ausgesät. Die darf hier aber nicht drin bleiben, weil die wird riesengroß. Oder lass ich sie doch drin? Ich weiß gerade nicht. Ich kann mich aber so schlecht entscheiden. Kennst du das? Ich lasse auch mal erst alles wachsen, bevor ich irgendwas rausreiße. Weil manchmal gibt es ein paar richtig schicke Sachen.
Da wächst ein Kohlrabi. Okay. Es gibt Erscheinungen, das sage ich dir. Ja, Mammutbäume, das macht schon Spaß. Die Erdbeerrüben, die wir gemeinsam geteilt haben, blühen auch schon wunderschön, werden also auch Früchte ansetzen. Ich will mal gucken, ob wir sie jetzt schon herausnehmen können. Ach, guck mal an. Ja, also sie sind tatsächlich so weit, dass wir sie umtopfen könnten, aber ein bisschen können sie noch drin bleiben. Die sind gerade am Durchwurzeln oder so. Ein bisschen Zeit ist noch, ist jetzt nicht zwingend notwendig, aber wir sehen, es funktioniert richtig schön, wenn man sie teilt und die Stücke dann einpflanzt. Anfangs absonnig und wenn sie anfangen zu wachsen, dann werden sie richtig schön in der Sonne stehen. Ah, das ist so schön. Die Erdbeerrüben. Ich würde aber empfehlen, die immer einzeln zu pflanzen. Nicht ganzen Teppich oder so, weil die wachsen überhängend so ein bisschen hinter die Blüten auch, wenn sie größer werden. Das haben wir bei den Großen gesehen. So, aber ich zeige es einfach nochmal, dass wir nochmal sehen können. Da werden auch schon die ersten Früchtchen jetzt reif. Die wachsen also überhängend hinterher. Und wenn die zu dicht beieinander sind, ist das nicht der Burner. Dann suchst du dich hinterher kaputt da drin. Aber das ist schon schön. Die machen schon richtig schöne Fruchtansätze. Wie sieht das denn hier aus? Auch hier sieht man das, das wächst also weit überhängend alles. Ja, ne, also nicht zu dicht pflanzen. Die Lavendel. Dann werden wir sie heute mal rausnehmen. Nebst dem Beikraut, das müssen wir auf jeden Fall heute mal rausnehmen, weil das wird sonst das Überhand hier. Ne? Ich werde jetzt nicht alle rausmachen, also nicht, ach, guck mal, Oregano. Was so alles hier mit drin wächst, ne? Das ist eine Erdbeere. Ach du meine Güte. Ja, siehst du wohl, ne? Es wachsen Sachen drin manchmal da. Ne? Lass dich überraschen. Nicht immer alles gleich wegschmeißen, sondern hier auch eine Erdbeere. Ach, das ist ja schön. Lauter neue Erdbeeren wachsen hier mit drin. So, hier ist noch ein Löwenzahn. Ah, ist schon schön anzusehen, ne? Was so alles mit wächst hier. So, wenn ich mir jetzt einmal ein paar hier rausnehmen. Und die das Ganze mal ansehen können, wie die sich jetzt entwickelt. Ja, guck mal, was die schon ordentlich Wurzeln gemacht haben. Ne? Mag man gar nicht glauben. So, ich habe hier eine Schüssel mit Wasser liegen. Da schmeiße ich die dann jetzt erstmal rein. Ich lege sie rein. Schmeißen, das hört sich mal so katastrophal an. Ne? Wir legen sie jetzt. Ach, da ist ja mal. Die haben ordentlich Wurzeln schon gemacht. Ne? Siehst du wohl, die wachsen wunderbar in diesen Substraten. Von daher werde ich das auch weiter verwenden gleich. Ja, einfach unten drunter packen, hochheben das Ganze. Vorsichtig ziehen, nicht mit Gewalt. Ach, guck mal. Ja, die haben schon heftig Wurzeln gemacht, ne? Aber die müssen auf jeden Fall gleich nochmal einkürzen. Deswegen muss ich auch, dass ich mir jetzt nicht zu viele hier reinlege. Den Rest drücken wir vorsichtig wieder an hier. So, mal hier ist noch ein ganz großer. Ein ganz großer, siehst du wohl. Guck mal. Wie schön die gewachsen sind, ne? Wenn du überlegst, dass die im Winter einfach ein paar Mal umgefallen sind und auf dem Boden lagen. Die Pflanzen selber nicht, sondern das ganze Substrat, ne? Und jetzt haben wir tatsächlich es geschafft, noch sie zum Wachsen zu bringen. Also du kannst sie direkt nachdem die Samen reif sind, zur Aussaat bringen und im nächsten Jahr, im Frühjahr, wachsen sie dann ordentlich. Da brauchst du also gar nicht hoffen, dass im Herbst dann schon irgendwas wächst oder so. Wachsen sicherlich auch eins oder zwei, aber das ist unrelevant. Das Richtige kommt erst zum Frühjahr dann zum Vorschein. Okay, so, dann bereite ich die gleich weiter vor hier. Weißt du noch, was das hier ist? Kommen wir gleich auch noch zu, pass mal auf. So, wir nehmen also dasselbe Substrat wie wir Fiboterm gemischt mit etwas Kokoserde, damit die Körnchen ja Gefüge haben zum Wasser. So, genau, ja, damit das schön feucht bleiben kann auch. Ich werde sie jetzt hier in die Schale reinpflanzen, weil sie hier ausreichend Raum bekommen. Und hier kommen jetzt nicht ganz so viele rein. Ne? Nicht, dass du denkst, wir können jetzt hier 100 Stück reinpikieren. Wäre ja Quatsch, dann können sie auch da drin bleiben. Ne? Nein, hier werden jetzt nur ein paar hereinkommen. Und zwar, jetzt muss man überlegen, wie groß sie werden sollen. Also ich denke mal, diese Größe ungefähr. Wenn wir diese Größe erreicht haben, dann werden wir sie wieder umpflanzen, dementsprechend in andere Töpfe. Das heißt also rein theoretisch, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mehr nicht. Ne? Nicht zu viel, denn wenn sie wachsen, da geht die Post ab. Ne? Von daher ist das auf jeden Fall ratsam. So, ich werde mal einen hier rausziehen, werde die Wurzeln hier unten einkürzen, einfach mit dem Fingernagel abknipsen. Dann machen wir ein Loch hier rein, setzen das Lavendelchen hier hinein. Oh, das ist so schön. Vor allem, dass wir das jetzt begleiten können, wie sie sich entwickeln werden. Ne? Das ist also richtig cool. Oh, ziehe ich das noch ein bisschen näher ran hier? Ja, ne? Moment, den einen machen wir eben noch so.
So, wie gesagt, würzen und einkürzen. Auch hier ganz wichtig jetzt natürlicherweise, anfangs dann wieder absonnig, ne? Ganz wichtig, damit die kleinen Pflänzchen nicht leiden. So, dann kommen die nächsten jetzt hier rein. So schaut das Ganze jetzt aus. Hier hängt noch ein bisschen Gras dran. Ah, Gras! Es gibt eine mega coole Sache noch zu berichten. Aus dem Haus, im Indoor-Bereich, Gras. Weißt du, was ich meine? Nein, vielleicht nicht, vielleicht doch. Ich verrate es jetzt aber noch nicht, weil das wird eine mega Überraschung. Das kann ich euch versprechen. Eine mega Überraschung. So, auch hier das Lavendelchen. Wunderschön gewachsen. Einkürzen. Ein Löchslein machen. Hineinsetzen. Heranschieben, leicht andrücken. Und wir gießen jetzt sofort an. Ne? Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das ist eine Grundvoraussetzung. Jetzt wird es, oh, eine Wolke. Eine Wolke am Himmel, okay. Die darf dann ruhig mal da sein. Ne? Eine Wolke ist okay. So, eine noch. Und dann haben wir es soweit erstmal. Tja, jetzt habe ich, keine Ahnung, da hinten bestimmt noch 100 Stück drin. Ach, Jesus. Mal gucken, was ich damit noch mache. So, angießen. Logisch, ne? Ganz wichtig. Das ist das Allerwichtigste überhaupt jetzt. Und dann sofort absonnig stellen. So, das mal kurz demonstrativ gezeichnet. Den Rest mache ich gleich, wenn das Ganze im Untersetzer steht. Damit mir das Wasser hier nicht in die Schüssel reinläuft. Das wäre nämlich nicht so gut. Ne? So, siehst du wohl. Und dann stellen wir das Ganze jetzt gleich absonnig. Oh, das ist, ne? Lavendel, wir haben es geschafft. Vom Samen zum Pflänzchen. Und dann lassen wir uns jetzt mal überraschen, wie die Geschichte hier mit dem Lavendel weitergeht. Okay. Kommen wir zur nächsten Aussaat. Hier sind ja noch die Radieschen drin, die darf ich jetzt auch rausnehmen. Die sind dick genug. Haben wir jetzt zwischendurch schon mal rausgezogen. Die sind schön, ne? Richtig herrlich. Das ist so schön anzusehen. Ah, das ist, da kriegst du richtig Hunger, da sage ich dir, du. So, also, hier ist ein Möhren in der Reihe hier. Jetzt muss ich das dazwischen auflockern. Warum? Ja, damit ich gleich hier die einsehen kann. Sehen wir gleich. Oh, guck mal, jetzt auch noch eine schöne dicke. Nimm mal mit. Siehst du wohl. Aber ich muss sie gleich erstmal in die Küche bringen. Ne? Nicht, dass ich mir draußen vertrockne. Ich stelle sie erstmal ins Wasser. So, dann muss ich hier erstmal sauber machen. Das wird einen Moment dauern. Das müsste jetzt nicht unbedingt bei sein. Schön auf die Möhrchen aufpassen hier, dass wir die uns nicht mit rausziehen. Das Kraut hier, das können wir irgendwo hinlegen, wo Sonne ist. Ne? Das kann dann vertrocknen. Das ist dann, ne? Wiederverwertung in dem Sinne. Schmeißt du nichts weg. Das kannst du alles hier brauchen. Ja, warum pflanze ich die? Jetzt sage ich es doch, Moringa. Die Moringa kommen hier rein, weil wir haben jetzt die Möhren hier drin und die bleiben sehr lange drin. Also bis zum Sommer auf jeden Fall. Und dann werden sie herausgenommen. Derzeit können dann hier in der Reihe die Moringa wachsen. Und dann haben die hinterher ausreichend Platz, um sich bis zum Herbst ordentlich zu entwickeln. Dass wir die Moringa dann auch beernten können und essen. So, das mache ich, wie gesagt, jetzt mal eben alleine weiter hier. Sonst ne, Unkraut ziehen, in dem Sinne Beikräuter entfernen. So sieht das Ganze jetzt aus. Da ist das Häufchen, ne? Nicht wegschmeißen. Irgendwo hinlegen, wo es trocknen kann und dann kannst du hinterher wieder mit drauflegen. Und dann ist das okay. So, jetzt kann man die Möhrchen auch schon mal besser erkennen. Hier sind sie relativ gut aufgegangen in der Reihe, außer hier am Ende. Das war ja eine Einzelaussaat. Ne? Das heißt, ich muss noch mal ein bisschen nachlegen, hier wo die Lücken sind. Aber ansonsten hat das soweit ganz gut funktioniert. Das ist auch so ein Ding, ne? Ja, Tomate. Ich lasse erst noch stehen, mal gucken, was das für eine ist. Vielleicht können wir sie noch mal umpflanzen bei gegebener Zeit. So. Okay, das heißt, jetzt kommen dann jetzt die Moringa hier hinein und das machen wir dann jetzt mal. So, die Moringa nehmen wir jetzt einfach und stecken die ja, so 2-3 cm tief in den Boden, ab schon von 10-15 cm. Ja, die können doch durchaus recht groß werden. Wenn welche nicht aufgehen, ist auch nicht so tragisch. Wir nutzen den Platz jetzt einfach mal hier, um dann dementsprechend die Moringa reinzubringen. Ich mache die jetzt noch nicht zu, damit ich gleich sehe, wo ich die reingedrückt habe. Und wo noch nicht, ne? Ja, wer weiß, vielleicht ist es sogar von Vorteil, die Moringa bei den Möhren mit beizusetzen. Das werden wir dann im Laufe des Jahres gemeinsam erfahren. So, siehst du wohl, so einfach geht das. Das Beet ist jetzt fertig, komplett fertig. Und ich bringe erstmal den Radieschenstrauß rein, damit er drin vernascht werden kann. Denn frisch schmeckt es immer noch am besten. Ja, so, da bin ich froh, dass wir die Moringa jetzt mal drin haben endlich. Denn das interessiert mich sehr, wie die sich jetzt im Laufe des Jahres entwickeln. Und ja, sie sind einfach nur gesund und von daher sehr zu empfehlen. Wie gesagt, man kann, das kann nicht mal kann, sondern das Kraut, das schmeckt richtig gut und ist mega gesund. Und von daher, ne,
Moringa im Garten zum Ernten. Warum nicht? Okay. Da ich jetzt hier fertig bin und es so viel Spaß gemacht hat, werde ich jetzt tatsächlich unseren kleinen Zierkürbis auch hier einpflanzen, damit er versorgt ist ordentlich. Und diesmal zeige ich euch eine andere Methode des Düngens. Hier haben wir noch nicht gedüngt. So, ich habe schon viele Methoden aufgezeigt, wie man düngen kann oder wie man die Hochbeete versorgt, damit das Ganze dementsprechend... Jetzt geht auch der Knauf hier ab. Okay. Das ist auch manchmal alles Spielzeug, ne? Ich sag's dir, du. Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten und hier zeige ich euch dann dementsprechend eine andere, auch eine relativ einfache Methode. Dazu graben wir ein etwas tieferes Loch. Warum ein tieferes Loch? Damit die Wurzeln nicht sofort an die Nährstoffe drankommen, sondern dort erst hinwandern müssen und tief einwachsen in den Boden. Schön kräftig lockern das Ganze, logischerweise. So, dann nehmen wir den Dünger hier. Das ist auch von Compo, ein Biodünger, Naturdünger mit Guano. Kennen mit Sicherheit die meisten. Ne? So, pass mal auf. Da nehme ich mir jetzt eine Schaufelspitze voll, nicht zu viel. So etwa. Ne? Und das mischen wir hier unten schön ein. Wenn die Wurzeln da reinwachsen, dann können sie sich in Ruhe versorgen. So, ein bisschen Erde oben drauf. Dann nehmen wir unser Pflänzchen. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier ausschaut. Mal auf den Kopf stellen. Mal klopfen. Und zack, bumm. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Er hätte noch ein bisschen drin bleiben können, tatsächlich, aber das ist okay. So, ich pflanze ihn hier hinten in die Ecke, weil die Sonne von hier kommt. Das heißt, er wird dann in diese Richtung wachsen. Ne? Wir können auch ein kleines Stück tiefer setzen. Achten aber darauf, dass wir nicht komplett einbuddeln. Dann steht er ein bisschen stabiler hier drin. Und wir haben das Unkraut auch ein bisschen, Beikraut, ein bisschen, ne, abgedeckt in dem Sinne. So, siehst du wohl, auch so kann man tatsächlich düngen. So, den Topf, den setze ich einfach mal daneben. Fragt sich wahrscheinlich auch, warum machst du das denn? Ganz einfach. Wenn es heiß ist im Sommer, dann gieße ich hier Wasser rein und dann kommt das Wasser unten direkt an die Wurzel. Das ist tatsächlich besser. Jetzt habe ich den Topf beisammen hier und von daher ist natürlich die einfachste Möglichkeit. Es kommt ein Hubschrauber. So ist das im Leben. So, kräftig angießen, ganz klarer Fall. Ganz wichtig. Alles ist, ne? Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, Pflanzen zu versorgen. Und ich versuche immer wieder mal die eine oder andere Methode aufzuzeigen und dass wir das im Laufe des Jahres dann auch verfolgen können, wie das Ganze dann tatsächlich so funktioniert. Ne? Siehst du mal, dann kannst du im Sommer, wenn es heiß ist, hier Wasser reingießen und kann das in Ruhe nach unten absacken. Und dann wird die Pflanze von unten versorgen. Da brauchst du nicht immer komplett das ganze Beet nass machen. Ne? Das ist wirklich genial. Vor allem, wenn es dann mittags heiße Sonne, darfst du sowieso nicht drauf gießen. Von daher ist das dann tatsächlich wesentlich einfacher. So, das dazu. Dann lassen wir ihn mal wachsen. Bis der Zierkürbis richtig wächst, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Hoffe ich zumindest. Und deswegen sehe ich hier vorne auf jeden Fall noch mal Radieschen ein. Jetzt wollte ich gerade hier einen Bambusstab reinlegen, wie wir das kennen. Dummerweise, hier stehen ja Bambusstäbe. Die stehen senkrecht in der Erde, ne? Zur Kennzeichnung der Möhren rein. Die darf ich nicht rausziehen jetzt, weil da sind Wildbienen drin, diese kleinen. Also das hat mich ein bisschen überrascht. Das hat mir vorgestern so etwas größere Tochter gezeigt, dass dort eine Biene reingeht. Und ich so, da gehen auch keine Bienen rein. Ich gucke so, oh. Ja, und jetzt sind sie verschlossen von oben. Das heißt, dort wächst eine Brut. Und die lassen wir natürlicherweise in Ruhe, ganz klarer Fall. So, das ist jetzt natürlich auch nicht, wie sagt man so schön, alle Welts gucken hier, muss man nicht unbedingt, ne? Aber der eine oder andere vielleicht. Ganz wichtig bei den Radieschen, die Samen sind relativ groß, das heißt, wir werden sie einzeln aussehen. Und dazu werde ich mir jetzt von Anfang an einfach mal hier so kleine Löcher reinmachen, etwa 2 cm tief. Dann ist die Aussaat gleich wesentlich einfacher, als wenn du eine Reihe ziehst dann auch. Ne? Weil wie gesagt, die werden ja einzeln ausgesät und von daher, ne, ist das so tatsächlich wesentlich einfacher. Und wir müssen echt gucken, dass wir also kontinuierlich immer wieder mal ein paar Radieschen aussehen. Denn ganz so viel auf einmal isst man ja nicht, ne? Aber doch über das ganze Jahr. Und von daher sollte man immer wieder mal neue zur Aussaat bringen. Überall einen Samen rein, das geht total easy. Das ist genial. So, siehst du wohl. Zumachen das Ganze. Zack, 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 andrücken. Und fertig. Machen wir noch eine Reihe, würde ich sagen. Die machen wir dann hier. Ich kennzeichne mir das so ein bisschen, dass ich nicht ganz so aus der Reihe komme. Ne? Kleine Löchchen drücken überall.
Ich hatte übrigens noch ein paar Radieschen ausgesät bei den Kohlrabi, die wir eingepflanzt haben. Die sind zwar gewachsen, aber da ist gar nichts dran. Ganz einfach, weil die Kohlrabi alles wegsaugen. Ne, also da zwischen den Kohlrabi brauchst du, wenn du Pflanzen nichts aussehen. Das bringt es überhaupt nicht. So, wenn auch mal zwei Samen reinfallen, ist nicht ganz so schlimm. Die können tatsächlich auch zu zweit wachsen. So, jetzt fehlt mir ein Samen. Okay, komm. Zumachen das Ganze, leicht anrücken, fertig. Hier brauchst du auch nicht angießen, es sei denn, es kommt jetzt wochenlang kein Regen. Dann, ganz klarer Fall, angießen, damit die Samen auch keimen können. Ich warte jetzt noch ein, zwei Tage, entweder es gibt Regen oder nicht. Und wenn nicht, dann wird hier dann dementsprechend einmal kurz angegossen. Ansonsten kannst du es jetzt auch machen, wenn du möchtest. Das ist immer so, ne? Du musst es nicht, du kannst es. Aber wenn du jetzt gießt, dann bitte durchdringen, dass also wirklich richtig kräftig nass ist. Es bringt nichts, jeden Tag so ein bisschen zu gießen. Das bringt nichts. Ne? Kräftig durchdringen. So, jetzt habe ich auch nicht genug Wasser hier. Das heißt, ich lasse das jetzt erstmal so. Okay. Ja, hier düngen wir nicht zusätzlich, weil im Boden noch Nährstoffe drin sind. Und für die Radieschen ist das vollkommen ausreichend. Die brauchen nicht so viel unter Popo. Okay. Das macht richtig Spaß, immer wieder etwas Neues zu pflanzen und zum Wachsen zu bringen. Das Holzstück lasse ich da einfach vorne drauf liegen hier, dass die Sonne hier drauf scheint, wird das schön warm. Und unten drunter bleibt das kühler und hier wächst dann auch kein Unkraut. Du kannst rein theoretisch auch hier Bretter mit drauflegen. Achte aber bitte darauf, dass die Schnecken sich nicht drunter versammeln. Gegebenenfalls einfach mal tagsüber hochheben und die Schnecken absammeln. Auch das ist natürlich denkbar, ne? Logischerweise. So, hier sind jetzt die Stäbe. Kann man leider nicht sehen. Es ist so, dass also das Ganze verschlossen ist, das wirst du so nicht sehen können. Hier ist also kein Knoten hier oben. Ne? Hier unten ist ein Knoten, da ist verschlossen, ne? Von Natur aus. Und hier oben ist kein Knoten und er ist verschlossen. Also hier ist tatsächlich jetzt eine Brut drin. Auch das mal kurz so mitgenommen. Du kannst die Stäbe also einfach senkrecht im Boden stecken. Kannst du ganz viele stecken, ne? Und dann weißt Bescheid. Hast auch Wildbienen in dem Sinne. So, yippie, dann lassen wir es mal wachsen. Die Kohlrabi, die beim Frühjahr zeitig gemeinsam gepflanzt haben. Auch hier stehen Töpfe drin zum Gießen für den Sommer, wenn es heiß ist. Hier wächst jetzt Beikraut mit drin. Das darf auch ruhig wachsen in dem Sinne, weil die werden den Kohlrabi nicht viel klauen, weil die machen tiefe Wurzeln. Und von daher ist das nicht so tragisch, wenn das da drunter mitwächst. Es sei denn, es wächst jetzt sehr hoch, dann zieht man so raus. Aber ansonsten musst du nicht. Kannst du tatsächlich einfach mitwachsen lassen. Warte mal, hier ist ein. Siehst du wohl. Ein ganz kleines. Ja, also da ist nicht viel. Die hatte ich hier mit reingesät, anfangs, als wir sie gepflanzt haben. Aber das bringt es nicht wirklich. Aber essen kann man den auch. So ist es nicht. Ne? So, die Kartoffelchen, die Anuschka, machen sich richtig gut. Ich denke, wir warten noch, bis wir ungefähr diese Höhe haben. Und dann werden wir noch ein bisschen Erde anhäufeln, auffüllen. Ja, das läuft auch gut. So, hier habe ich noch nichts weiter gemacht. Pass mal auf. Ich weiß auch noch nicht, wann ich hier etwas mache. Von daher, ist er jetzt eigentlich weiter weggezoomt? Ne, passt. Von daher werde ich hier einfach mal den Boden ein bisschen auflockern. Dann das Beikraut ein bisschen, ne, dass er dann nicht so fest einwurzelt. Dann kriegen wir das hinterher auch besser raus. Ich habe jetzt auch gerade keine Zeit, hier wirklich was zu machen. Von daher mache ich das jetzt einfach mal kurz. Ne, dann haben wir hier schon mal das ein bisschen vorbereitet. Das geht auch schneller, ne? Zack, zack, zack. Dann hast du das einmal gemacht und gut ist, ne? Das ist dann natürlich einfacher. So, kurz mal gezeigt, ne? Da steht der Romana, der wächst jetzt sogar, die Vögel gehen da nicht mehr dran, die finden jetzt scheinbar auch was anderes zu fressen. So, dann kann das auch abtrocknen hier. Wie gesagt, das, wenn du das zwischendurch machst, ist auch alles nicht so tragisch, ne? Von daher ist das so auch okay, wenn man mal keine richtige Zeit hat, ne? So, siehst du wohl. Es ist soweit, sie blühen. Und das ist solch eine Pracht anzusehen, das ist so herrlich. Ne? Schnittlauch nicht nur zum Essen, sondern tatsächlich auch als Blümchen, als Blume im Garten. Wunderschön geeignet. Hier jetzt nochmal kurz die, die wir vermehrt hatten gemeinsam. Die man jetzt so vielleicht gar nicht so richtig sehen. Ist auch ein bisschen schwierig immer. So, von der Seite kann ich besser gucken. Ne? Sie wachsen tatsächlich wunderschön. Die hat man geteilt und eine Reihe gepflanzt hier. Das war genau solch ein Horst gewesen. Das hat wunderbar funktioniert. Mal kurz hier den Sellerie, der Knollensellerie. Da geht jetzt die Post aber auch. Es ist, ne? Mal ein bisschen wärmer und dann wächst alles wie verrückt. Dann noch ganz kurz gezeigt, die Wildnis hier, unser Bäumchen. Und hier nochmal die
Zwiebeln und Knoblauch. Hier ist jetzt so, wir haben welche drin, die sind jetzt schon im dritten Jahr drin. Das sind diese hier in der Ecke, ne? Die sind jetzt schon 3 Jahre hier drin und sie werden auch dieses Jahr tatsächlich wieder blühen. Also Zwiebeln kannst du auch einfach im Boden lassen. War interessant mal zu beobachten dann, was sich da unten so entwickelt, ne? Das werden wir auch noch sehen bis zum Herbst dann dementsprechend. Okay. Dann noch mal ganz kurz hier am Beet, das möchte ich euch unbedingt zeigen. Ja, es ist so, es gibt Sachen, da sagt der eine sich, nee, das kannst du nicht zeigen, man muss erst sauber machen. Ne? Das geht doch nicht, wenn das einer sieht. Weißt du was, ey, das ist so cool. Hier wächst alles Mögliche. Ne? Boah, das kann so schön egal sein, weil nach oben, ne, sieht es ja richtig cool aus. Von daher ist das hier unten vollkommen Schnuppe. Ne? Man kann durchlaufen, also das macht überhaupt nichts. Hier oben drin wächst das nicht hoch und von daher ist das eine coole Sache. Gut, irgendwann werde ich es natürlich auch mal abreißen oder wie auch immer. Aber im Moment hatte ich ja nicht so die Zeit und von daher ist das jetzt auch wirklich nicht so tragisch. Das macht nichts. Ne? Lass da unten wachsen, hier oben ist alles okay. Ne? Da kann man dann in Ruhe was machen, brauchst dich nicht tief bücken oder so. Und von daher ist das eine coole Sache, ne? Auch wenn hier unten was wächst. Zur Not könnte man auch im Rasenmäher hier durchballern. Okay, nur mal so am Rande mitgenommen. Aber ich denke mal, das sind so Sachen, ne? Da scheiden sich die Geister. Der eine sagt, nein, das geht nicht, das muss sauber sein. Und ich sage, lass es doch einfach mal wachsen. Vor allem ist es auch so, du lockst damit unheimlich viele Nützlinge auch an. Ne? Wenn mal was blüht und das Ganze auch im Sommer, wenn es heiß ist, ein bisschen abgedeckt ist, nicht so kahl offen liegt, alles steril. Ne? Das sollte man auch bedenken. Das ist tatsächlich so. Ne? Von daher, lass es einfach wachsen. Okay? So, dann waren wir tatsächlich heute mal wieder im Garten. Kann mich überhaupt sehen? Ja, doch, ne? Sollte funktionieren. Ja, unser Herz ist wunderschön wieder ausgetrieben. Richtig kräftig. Auch hier dieses Mal im Untersetzer ist. Also, seitdem wir das machen, alles wesentlich einfacher geworden. Denn wenn du hier Wasser reingießt und das Ganze steht so auf dem Boden, was zu viel ist, läuft unten weg, ne? Inklusive Nährstoffe, die ausgespült werden. Stellst du das Ganze auf den Untersetzer, dann bleibt das Wasser hier drin stehen und du kannst sogar beruhigter sein, denn das Wasser, was hier noch drin ist, versorgt die Pflanze noch weiterhin, beziehungsweise den Boden in dem Sinne. Und erst wenn das Ganze verbraucht ist und wieder gegossen werden muss, dann kannst du wieder dementsprechend ganz normal gießen, wie du es sonst auch handhabst. Das ist schon ein enormer Vorteil. Gut, ist auch kostenaufwendig, vor allem bei der Menge, die wir an Pflanzen haben. Aber es ist nicht mehr so pflegeintensiv. Sonst bin ich hier gerannt und habe überall reingegossen, bis es unten durchgelaufen ist, damit ordentlich Wasser im Boden selber drin bleibt. Und man musste wirklich regelmäßig gießen, damit der Erdboden auch feucht bleibt. Denn wenn er erstmal trocken ist, den wieder feucht zu kriegen ohne Untersetzer, ist fast gar nicht mehr möglich. Und von daher ist das dieses Jahr noch mal ein Stück einfacher für uns hier. Insbesondere für mich natürlicherweise. Ne? Ja, und man kann die Pflanzen besser versorgen, da die Nährstoffe nicht jedes Mal abwandern in dem Sinne. Ne? So, meine Lieben, weißt Bescheid? Wink, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen heute in unserem kleinen Paradies. Der Garten kann vielseitig sein, ob Spielplatz, Beete, Hochbeete, Bäume, Stauden, Blumen, was nicht, hast du gesehen? Alles möglich, alles. Ne? Man muss halt mal gucken, was einem selber so gefällt, wo man Bock drauf hat. Aber wenn man einen Garten kombiniert für die ganze Familie, ist natürlich optimal. Also wenn man das nur für sich gestalterisch dann dementsprechend in Anspruch nimmt. Und ich sag's mal so, ein grüner Rasen ist schön, ein bunter Rasen ist noch viel schöner. Nicht nur für uns, sondern auch für die Kinder und für die Natur. Denn man kann viel mehr sehen, beobachten und die Tiere haben tatsächlich viel mehr davon, als wenn du einen glatten Rasenteppich hast, der nur grün ist. Ist aber auch ziemlich langweilig, dann muss ich ehrlich gestehen. Ich kann es sagen, weil ich war lange Jahre als Gärtner tätig, in der Pflege vor allen Dingen auch. Und das, ich kann es euch nur sagen, es ist stupide. Es macht keinen Spaß, so einen Rasen zu pflegen, der einfach nur grün ist. Das ist so stinklangweilig. Okay, aber jeder wie er mag. Ja, ganz wichtig, ich möchte hier niemand irgendwas einbläuen, dass er irgendwie was machen muss oder so. Ich möchte einfach nur einen Anreiz geben dazu, mal den Blickwinkel etwas anders zu sehen, beziehungsweise den Blickwinkel anders zu richten. Ne? Nicht nur auf das Grün, sondern dementsprechend auch auf die Farben, die im Grün eine wichtige Rolle spielen im Leben. Nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die Natur. So, wie gesagt, es ist vielseitig, es ist vieles möglich. Ich zeige euch das eine oder andere. Ne? Deswegen mache ich das. Vielleicht, wenn ich es nur für mich machen würde, würde ich es noch mal ein bisschen ganz anders machen. So ist das im Leben. Weißt Bescheid? Okay, so, dann machen wir jetzt Feierabend.
Ich muss jetzt noch ein bisschen was gießen, aber nicht ganz so viel. Ich dachte, es müsste ganz viel gießen, aber ist gar nicht. Weil die meisten Töpfe sind noch nass. Und von daher ist es mit den Untersetzern tatsächlich doch einen Tacken besser. Ne? Das ist so im Leben. So, und schwenken wir noch kurz zu den Hochbeeten, auch wenn die Stange hier im Wege steht. Das ist nun mal so, das ist unsere Wäscheleine. Ne? Also du kannst alles haben im Garten. Ne? Wir haben einen relativ kleinen Garten. Wir haben keine Rasenfläche jetzt in dem Sinne mehr hier drin, sondern auf der anderen Seite. Aber das ist halt so, ne? Du kannst auch einen Spielplatz einbauen und trotzdem Hochbeete und Gemüse und ne, Spielmöglichkeiten halt für die Kinder. Oder wenn du keine Kinder hast, kannst du auch eine Oase einrichten mit Hängematte. Ne? Das gibt es auch viele Möglichkeiten, sich einen Platz zu gestalten. Aber ganz wichtig, dass man das vielseitig sieht und vor allen Dingen nicht so streng. Ne? Ganz wichtig. Ich meine, wenn es einem über den Kopf wächst, ist es auch nicht. Aber nicht zu streng alles bewerten und bedenken, sondern manches kann man auch betrachten, wenn man es einfach nur wachsen lässt. Gegebenenfalls, wenn es gar nicht mehr geht, kann man hier eingreifen. Aber es ist schon wichtig, einfach mal zu beobachten, was denn da so passiert, wenn man nicht ständig eingreift. Okay.